Es waren heftige Erdbeben, die Anfang Februar in der Türkei und Syrien ein Bild der Verwüstung hinterlassen haben. Über 52.000 Menschen sind ums Leben gekommen. Mehrere 10.000 werden noch vermisst. Noch immer leiden mehrere tausend Menschen an den Folgen. Manche haben auf einen Schlag ihre ganze Familie verloren und sind traumatisiert. Auch das Hatay-Akademie-Orchestra ist von diesem verheerenden Schicksal betroffen. Sie haben nicht nur einige Musikkolleginnen und Kollegen verloren, sondern auch all ihre Musikinstrumente, mit denen sie ihren Unterhalt verdienten. Auch nach all den Monaten sind die Erdbebenopfer auf Hilfe angewiesen. Lassen Sie uns gemeinsam für eine gute Sache zusammenkommen und Teil einer musikalischen Reise werden, die uns an viele Orte dieser Welt bringt. Seien Sie dabei am 31. Oktober beim Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Denn jede Hilfe zählt. Sanat sadece iyi günlerde icra edilen bir olgu değil. Ya sadece iyi güzeli anlatmaz aslında. Yani acıları da anlatır ve bütün duyguların dışa vurumudur. Ben çok zorlandım yani. Riskli olmak zorundayız. Hayatımız nereye gidecek? Bağlılığımız daha da arttı. Tutulmamızın sebebi işte bu.